Die Welt am Rande des Abgrunds. Wenige Tage nach der prominenten Blockade, der Zentralrechner der sowjetischen Flugabwehr schlägt Alarm. In der Kommandozentrale sitzt ein Mann, auf dessen Schultern in diesem Moment die Verantwortung für ein paar Millionen Menschen lastet. Ich war so schrecklich aufgewühlt, dass sich mein Hintern angefühlt hat, als würde ich in einer glühenden Bratpfanne sitzen. Und meine Füße waren wie Watte. Ich konnte sie einfach nicht mehr fühlen. Erst Jahre später erfährt die Welt, wie knapp die Menschheit an diesem Tag dem atomaren Inferno entgeht. Stanislav Petrov steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Auf unseren Computern lag eine Hälfte der Vereinigten Staaten in der Nacht. In der anderen Hälfte war es schon Tag. Die Grenzlinie von Tag zur Nacht ist nicht scharf und sie ist für die Computer schwer zu analysieren. Das war eine meiner Überlegungen, warum ich die Entscheidung getroffen habe, dass es ein Fehlalarm war. Es sind die Strahlen der aufgehenden Sonne im morgendlichen Amerika, die der Spionagesatellit Kosmos 1382 für das Startfeuer von Interkontinentalraketen gehalten hat. Der Atomkrieg findet nicht statt. Dank Stanislav Petrov. Als ich die Entscheidung traf, dass es ein falscher Alarm war, war ich mir nicht 100% sicher, dass ich richtig lag. Aber ich habe mich nun mal so entschieden.